Einen Knalleffekt gab es jetzt bei den Untersuchungen gegen Ex-Präsidenten Donald Trump. Dutzende FBI-Agenten sind eingedrungen in seine Villa in Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida mit einem Haussuchungsbefehl. Es sollen mehr als 30 FBI-Agenten unterwegs gewesen sein, viele bekleidet mit den typischen blauen Jacken und dem grellen FBI-Logo drauf. Die Beamten suchten nach möglichen Geheimdokumenten, die der ehemalige amerikanische Präsident mitgenommen haben hätte können aus dem Weißen Haus, denn es wurde bekannt, dass in Mar-a-Lago 15 Kisten mit Unterlagen, mit Materialien aus dem Weißen Haus gelagert worden wären. Das haben Zeugen berichtet. Daraufhin wurde eine Untersuchung eingeleitet. Die meisten dieser Unterlagen hat Donald Trump selbst und freiwillig zurückbefördert, aber es wird eben vermutet, dass sich hier auch streng geheime, vertrauliche Dokumente befinden könnten, die natürlich jeder Präsident nach dem Exit aus dem Weißen Haus abgeben muss an das nationale Archiv hier in den USA. Und genau darum geht es. Bei einer Verurteilung könnten Donald Trump sogar 3 Jahre Haft drohen. Noch brisanter allerdings fast für ihn wäre die Tatsache, wenn er wegen einer Verurteilung von weiteren öffentlichen Ämtern ausgeschlossen werden würde, von weiteren Kandidaturen. Und das natürlich könnte seinen Ambitionen einen Strich durch die Rechnung machen, denn Donald Trump, so wird erwartet, wird in Kürze eine neuerliche Kandidatur für das Weiße Haus bekannt geben. Trump selbst und seine Anhänger haben heftig protestiert gegen die Polizeiaktion. Sie sprachen von einem Belagerungszustand. Eric Trump, der Sohn von Donald Trump, meinte, dass Kästen durchwühlt und Büros auf den Kopf gestellt worden wären von den Agenten. Klar ist, das Justizministerium hat diese Aktion offensichtlich abgesegnet. Hier ermitteln einige Staatsanwälte in dieser Causa. Weitere Untersuchungen gibt es natürlich über Donald Trumps Rolle beim 6. Jänner 2021, als Anhänger das Kapitol stürmten. Und es gibt auch wirtschaftliche Untersuchungen gegen seine Firmen.